So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, und heute geht's los mit der mit dem Zombie-Mode. Ich dachte mir jetzt einfach mal, ich nehme die Map Buried von Black Ops 2. Ich mache heute die First Room Challenge. Und ich denke hier auf der Map, Alter. Hier, das ist der erste Raum, Leute. Wird es nicht so leicht. Und ja, da hoch kann man auch nicht. Da könnte man sich zwar Elsat holen, aber da kann man dann nicht mehr hier so runter, glaub. Da fällt man dann einfach hier so runter, aber ich riskiere es nicht, die Elsat zu holen, also. Ich versuche jetzt einfach hier so lange wie möglich zu überleben. Und dann passt es. Warte, ich weiß nicht, ob ich gerade meinen kaputten Controller wieder habe. Ich glaube schon. Was, Leute, ich nehme kurz meinen anderen. Sorry für diese Unterbrechung. So. Ja, genau, das ist der richtige. Das sind auch schon die ersten paar schön Zombies. Wie man sie sehen will. Hässlich, schön. Gay. Wie auch immer. Also. Ah, weißt du was, ich gönne mir gleich mal M14. Damit ich hier auf der sicheren Seite bin, nicht dass irgendwie keine Muni mehr habt dann auf einmal und ich keinen mehr töten kann. Da unten spawnen sie wohl immer auch. Perfekt. Hui. Okay. Ah, lol. Zwei Schuss. Zwei Schuss sind sie noch tot. Okay. Okay. Ein Leck. Dann knallen wir die da unten einfach ab. Passt. So. Runde 3 ist safe, Leute. Ach du Scheiße, mal schauen, Alter. Ich hoffe, ich komme eine ziemlich hohe Runde für das, das erste Raum Challenge ist hier. Okay. Da kommen irgendwie gar. Oh, jetzt kommen sie da auch. Oh shit, jetzt kommen sie hier schon. Okay, lassen wir mal noch. Bisschen die noch töten hier. Okay. Ich hole mir jetzt mal auch Olympia, weil mit der Pistole kann man eh nichts mehr anfangen hier. Okay, okay, Mann. Leck mich, Alter. Kommt da hier von hinten? Shit, Leute. Was ist das jetzt? Oh mein Gott! Leck mich am Arsch. Warum mache ich das auch online? Also eigene Spiele, ey. Fickt euch. Wir sehen uns gleich wieder. Neue Runde. So, Leute, hier bin ich wieder. Erneute Runde, Alter. Was war das denn jetzt? Ah, das geht mich schon wieder auf, ey. War zwar nur Runde 4, aber Manometer. Haut's mich da ernsthaft aus der Lobby wieder und Call of Duty Server. Verfickte Scheiße, Mann. Ohne Kack. Sowas nervt. Also, wenn es euch auch manchmal passiert, oder bei euch auch manchmal passiert halt, schreibt es mal in die Kommentare. Alter, jetzt sterbe ich schon hier am ersten Zombie, das wär's. Also wenn es euch auch manchmal passiert, schreibt es in die Kommentare. Es nervt einfach nur abartig.
Hörte das. Irgendjemand hat geredet. Richthofen oder so. Nee, Richthofen hat sich's nicht angehört. Ich habe jetzt hier einfach lokales Spiel gemacht, Alter. In Online habe ich ja der Totenkopf mit Messer durch. Das sieht richtig nice aus. Richtig nice, Mann. Da habe ich mich so gefreut, wo ich den bekommen habe, weil ich den so lange schon wollte und so lange auf den gespielt habe, dass ich den endlich bekomme. Okay. Ich denke, sowas mache ich jetzt öfters. Es bockt sich eigentlich schon so. Challenges. Werde ich auch auf anderen Maps noch erst Raum-Challenge machen oder so. Und ja. Keine Ahnung, schreibt's in die Kommentare. Schreibt's in die Kommentare, ja. Ob ihr Black Ops 1 oder Black Ops 2 Maps sehen wollt. Ich habe auf Black Ops 1 habe ich alle Maps und Black Ops 2 auch. Also, freie Auswahl, Leute. Ihr könnt einfach in die Kommentare schreiben, bei welcher Map ihr sehen wollt. Und was für eine Challenge. Schreibt es bitte in die Kommentare. Bitte. Ich will jetzt diesmal mal ein paar Kommentare lesen. Was für eine Challenge ich machen soll oder so. Und welche Map, damit ich mich nicht immer selber hier entscheiden muss oder so. Die Map habe ich jetzt halt genommen, weil ich finde das eigentlich eine der geilsten Maps, die es gibt, mit Dyrise. Black Ops 1 Maps sind auch geil, aber ich finde Black Ops 2 immer noch das geilste Zombie-Mode irgendwie, keine Ahnung. Ich kann es auch nicht erklären, aber das, ich finde es einfach das geilste Zombie-Mode. So, holen wir uns hier erneut Olympia, wie gerade eben schon. Sind wir wieder Runde 4. Und jetzt hängt sich so PS3 auf. Alter Leute, das wär's. Würde ich ja völlig ausrasten. Was tue ich da? Ich hasse es, in die Fenster reinzumessern. Das geht bei Black Ops 1 besser. Aber trotzdem ist Black Ops 2 geiler, finde ich. Jo, bringen die schon zwei Schuss. Okay. Juch! Heilige Scheiße, war das schon knapp? Okay, ich spiele jetzt wirklich doch lieber mit M14. Oh! Schock des Lebens hier. Puh, heilige Scheiße, Mann, das war schon richtig knappe Partie, Mann. Holy shit. Also Olympia bringt es nicht mehr so abartig hier. Keine Waffe mehr zum irgendwas reißen. Stimmt, Grenades habe ich auch voll vergessen, ey. Also die darf ich nicht vergessen im Notfall. Fuck, da kommen sie schon wieder, ey. Heilige Scheiße. Oh mein Gott. Mal. Heilige Scheiße, Mann. Jetzt muss man sich schon hier anstrengen. Ach du Kacke. Leute. Ach du Scheiße, Mann. Was ist da los? Ach du Kacke. Scheiß auf die Muni. Doch nicht.
Ach du Kacke, ich denke, ich komme hier höchstens Runde 7, ey. Also hier muss man sich schon echt abartig anstrengen. Okay. Wie schnell halt auch alle kommen, Leute. Schon, oh Mann, schon 70 Kills eigentlich. Oh. 69. Nein, 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 nein. Heilige Scheiße, Mann. Oh. Okay. Ist schon wirklich faszinierend hier. Ich dachte nie im Leben, dass es hier so abgeht. Klar, jetzt. Mein Gott, stirbt's doch. Scheiß Crawler. Oh, perfekt. Notfalls Money kaufen hier. Okay. Da sind noch welche. Einer. Ich glaube, sie schlucken schon 4 Schuss, ein Zombie. Ho, ho, ho. Jetzt sieht man hier nicht mal meine Feuerkäfer, was ich hab und so. Aber okay. Könnte mir man hier gleich punchen, ey, das wär's. Ich sehe schon, das wird hier eine schwierige Partie. Alter. Hinter mir, was kommen da so viele? Oh mein Gott! Tot, tot, Alter, keine Chance mehr. Heilige Kacke! Was sollte ich da noch machen, Alter? Panik, Panik pur. Aber Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Mir hat's Bock gemacht eigentlich. Was heißt eigentlich, mir hat's Bock gemacht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und ciao, Leute.